Hallo und herzlich willkommen bei Maltischer Mittwoch, Episode 414 vom 2. Februar 2022. Während im Hintergrund die Titanenschmieden laufen und unaufhörlich weiter produzieren, sind wir vor der Kamera heute dabei, dass ich das Flash Terror Projekt für das Apocalyptic Empire fast abschließe. Wenn ihr diese Aufnahme sehen könnt, werde ich wahrscheinlich schon so weit sein, dass es fertig ist. Und ich rede mit euch darüber, was das mit mir macht, ein Projekt wirklich abzuschließen. Wie ihr grundsätzlich an ein Projekt herangehen könnt, bevor ihr überhaupt irgendein Modell gekauft habt. Und welche schon fast philosophischen Ansätze ihr bei der Arbeit bei solch einem Projekt verfolgen könnt. Und danach gehen wir eben zu so einem neuen Projekt. Apokalypse. Echoes of Devastation. Legio Furian bekommt ein paar Truppen zur Seite gestellt, und zwar die Iron Warriors. Und ob wirklich Eisern im Innern ist, weiß ich noch nicht genau. Wie ich damit starte, warum und wie ich das Ganze plane anzugehen, darauf gehe ich allerdings im Video ein. Wenn euch der Content gefällt und ihr wirklich Eisern im Innern seid, gebt den hier. Wenn ihr Eisern im Äußeren nur seid und der Kern fehlt, gebt den hier, schreibt dann aber in die Kommentarsektion Iron Without. Ich würde sagen, das Video beginnt wie gewohnt, ohne weitere Umschweife, direkt nach dem Intro. Dann mal hallo und herzlich willkommen hier auch vom Maltisch, wo ich schon fleißig dabei bin, ein Projekt abzuschließen. Und das ist auch so ein bisschen der Opener heute. Warhammer 40k, Kriegshammer 40.000. Meine Flash Terror, über die ich in den letzten Wochen und gegebenenfalls auch Monaten sehr oft geredet habe, die ich auch sehr oft auf dem Tisch hatte. Und die mich sehr zur Verzweiflung getrieben haben, teilweise, weil der Progress recht langsam war, sind kurz davor, abgeschlossen zu werden. Nachdem ich jetzt über das Wochenende den letzten Sturmterminator fertig gemalt habe, habe ich mir gerade eben mal die Airbrush geschnappt und mit Vallejo Light Brown so eine Art Staubeffekt auf die Beine gezaubert, tupfe jetzt an den Kanten, wo dieser Staubeffekt ist, nochmal mit Karak Stone, werde gleich gezielt nochmal mit, was ist das, Flayed One Flesh dort malen, dass so ein bisschen dieser Macken-Kanten-Effekt auch an den Stellen wieder rausgearbeitet wird. Das sind dann vielleicht Macken, wo sich der Staub so ein bisschen reingesetzt hat, in Kombination vielleicht mit Flüssigkeiten erstmal festgesetzt hat und dementsprechend die Oberflächenstruktur ein bisschen anders aussieht. Da nämlich das mit der Airbrush aufgetragene Braun, hellbraun-beige, sehr diese Kampfschäden und Tiefe nimmt, versuche ich die so nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten, damit es etwas interessanter wirkt. Und dann ist die Rüstung, das Modell, so fertig. Dann muss ich bei der Base noch ein bisschen was nacharbeiten. Der Profi würde natürlich jetzt sagen, ja, warum hast du auch die Schädel vorab bemalt, bevor du mit der Airbrush an das Base gehst? Das war ja dämlich. Ja, einerseits ja. Andererseits habe ich dann für die Zwischenfotos schon mal diese Schädel bemalt und ich dachte, das ist dann doch relativ wichtig, damit man sich das auch vorstellen kann. Dann im Anschluss, wenn die Schädel wieder aufgearbeitet sind, werde ich mir Vallejo Pigments nehmen. Terra de Siena, Sierra de... Ich weiß es nicht genau, wie die heißen. Auf jeden Fall ein auch recht leichtes Sandbraun. Das wird dann auf die Basis aufgetragen. Also wirklich ein Pigmentpulver, um dieses Wüstenstaubige nochmal besser zu transportieren. Diese werden dann mit Klarlack vorsichtig fixiert. Sonst fliegen die natürlich weg. Danach noch die Base-Ränder wieder braun malen,
so wie sie in meinen Armeen im Moment sind. Und dann kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich ein Projekt abgeschlossen habe. Und es handelt sich dabei natürlich um ein Projekt, was von vorneweg durchgeplant war, was eine kleine Erweiterung, ein kleines Add-on bekommen hat in Form dieses Leviathan Dreadnought und was tatsächlich dann auch noch weitere kleine Add-ons bekommen wird. Die sehe ich aber nicht so im Rahmen des Projektes, weil die sich erst im Laufe der Zeit dazu entwickelt haben, dass zum Beispiel jeder dieser Termis seinen eigenen Namen bekommen soll. Ist eine Sache, die hat sich erst später entwickelt. Und da ich bei der Planung eigentlich schon damit abgeschlossen hatte, einen Terminator Ancient mit Banner zu bekommen aus der Space Marines Hero Serie 2, war der auch gar nicht mehr in der Planung drin. Der wird aber dann noch nachträglich ergänzt im Rahmen dieses Tutorials, was auch gemacht wird, und einer großen Danksagung an den Skrull, der mir den ja jetzt besorgt hat und zukommen lassen wird. Und dementsprechend zähle ich die nicht so richtig zum Projekt, um nicht dann zu sagen, ja, das ist ja jetzt eigentlich fertig, aber da fehlt noch was. Nein, das Kernprojekt ist abgeschlossen. Und das fühlt sich gut an, das macht was mit mir. Und es sorgt auch dafür, dass ich mich bestätigt fühle ein bisschen in der Planung, die ich im Kopf hatte. Eine Armee, ein Trupp, ein Detachment, wie es hier so trefflich heißt, durchzuplanen, Modelle anzuschaffen, diese zu bemalen, fertig zu sein. Alles, was jetzt noch kommen könnte, wäre natürlich Add-ons. Aber diese Armee, 1000 Punkte, geplant 1000 Punkte, sind dann fertig. Dann kann ich immer sagen, ey, jemand hat Bock, hier so 1000 Punkte, dann kann ich sagen, ja, warte, hier, habe ich, mache ich. Und das ist auch eine interessante Sache, die ich weiter fortführen möchte, werdet ihr in der nächsten Rubrik dann gleich auch nochmal hören, dass ich mir Gedanken mache zu einem Projekt, dass ich diese eine Zeit lang beleuchte, für mich eruiere, ob das alles so richtig ist und natürlich dann auch sage, dann ist es das aber auch. Und wenn ich dann an ein Projekt rangehe und das dann irgendwann starte und loslege, dann ist es nicht so dieser Blindflug wie früher, wenn es hieß, ja, guck mal, hier schönes Modell, zack, auch weiter, Armee erweitern, nochmal ein anderes Modell. Und dann kam ich ja irgendwann immer in diesen Trott, immer mehr zu kaufen, als dass ich wirklich abschließen konnte. Was zur Folge hatte, dass teilweise Projekte nicht weitergeführt wurden, ich Zeug herumstehen hatte, dieses dann irgendwann verkauft habe, weil ich gefrustet war und dann das ganze Projekt auch irgendwann wieder weggegangen ist. So, und ich ziehe jetzt hier aus dem Projekt abschließen raus, dass es eben doch geht, dass ich mich eben doch disziplinieren kann, dass ich wirklich gezielt oder mit einem Ziel vor Augen an etwas arbeiten kann, konzentriert, gut, ein paar Tage habe ich zwischendurch auch noch was anderes gemacht, zum Beispiel jetzt hier diesen Reaver Titan oder Ravager Titan gebaut. Aber wenn es dann ums Malen ging, war ich immer bei diesem Projekt. Und werde das auch für die Zukunft nutzen. Stimmen sagten im Discord, sagen auch irgendwie in meinem Kopf ein bisschen, belügst du dich da nicht gerade? Ist es denn wirklich abgeschlossen, wenn dann auch der Ancient dazukommt? Natürlich, ihr könnt jetzt sagen, okay, ne, Stimme, hör zu, pass auf, das ist nicht wirklich abgeschlossen, weil da könnte ja die Firma, die könnte ja noch neue Modelle rausbringen, die könnten ja cool aussehen, die könnte ich dann ja noch ergänzen wollen. Oder ich sage, ja, 15 Terminatoren, cool, aber vielleicht will ich auch einen Trupp mal größer spielen und würde da welche ergänzen. On the other hand, also auf der anderen Seite, ist es aber auch so, dass gerade in diesem speziellen Fall ich in einem Projekt mich befinde, in einem Regelsystem, das an und für sich abgeschlossen ist. Apokalypse kam zur Zeit der Warhammer 40k 8. Edition raus. Ja, es gab dieses Regelset,
wo eigentlich alles drin war, was man so brauchte. Es gab noch zusätzliche Command-Optionskarten in Decks zusätzlich zu kaufen. Es gab zusätzlich separat Würfel zu kaufen. Du konntest im Prinzip die Einheitenkarten als physisches Produkt für die meisten Völker und Modelle, die es damals gab, erwerben. Schweineteuer im Vergleich, weil all diese Statusblätter, diese Datenblätter, gab es dann natürlich auch free to download als PDF. Und die kannst du natürlich selber ausdrucken. Gut, hast jetzt nicht diese schicke, auf etwas härterem Karton gedruckte Karte. Und so, aber war natürlich auch frei verfügbar. So, das war das, was rauskam, was verfügbar gemacht wurde. Und beim Leviathan tupfe ich, glaube ich, mit der Farbe auch noch ein bisschen, bevor ich male. Und dann war es das. Das war dann Apokalypse erstmal. Mit voranschreitender Zeit, neuer Edition, glaube ich nicht, dass Apokalypse jetzt nochmal einen Great Overhaul bekommt. Und dementsprechend kann ich sagen, ja, das ist ein System, das ist jetzt ein bisschen älter, also abgeschlossen älter. Und da wird die Firma auch nicht mal eben ein neues Modell vorausbringen, was ich mega geil finde und dann ergänzen möchte. Also befähige ich mich da in einem, sagen wir mal, relativ sicheren Rahmen, ungefähr genauso wie bei Warhammer Fantasy. Das Armeebuch Echsenmenschen ist halt, also gerade jetzt das als Beispiel, weil es so das Letzte ist, womit ich mich befasst habe. Das ist halt so, wie es ist. Warhammer Fantasy ist discontinued, wie man glaube ich sagt. Das geht nicht weiter und dementsprechend ist das letzte Regelwerk, das letzte Armeebuch, was es dann jeweils pro Fraktion gab, wirklich das Definitive. Da kommt dann auch nichts mehr. Und dann kann ich mich nämlich darauf stürzen und sagen, ja, pass auf, das ist aktuell der Stand. Nee, das ist aktuell, das ist Stand, nicht nur aktuell, das ist der Stand. Und anhand dessen kann ich halt auch viel besser planen, ohne dann hinter mit Erratas und sowas mich auseinandersetzen zu müssen, wo dann vielleicht Einheiten, weiß ich nicht, von den Punkten, die sie kosten, um im Spiel eingesetzt zu werden, teurer gemacht wurden, was dann vielleicht zur Folge hat, dass ich das ein oder andere Modell zu viel habe, weil die Punktewerte erhöht wurden und ich deshalb vielleicht zwei Modelle von den 50, die ich habe, davon nicht mehr spielen kann. Das ist dann natürlich auch frustrierend. Oder vielleicht wird in der Meta ein anderes Modell viel, viel besser, wo ich mir denke, ja, ja gut, da kommst du nicht drum rum, das vielleicht einzusetzen. Oh, hast du noch nicht? Ja, dann musst du dir das noch kaufen. Als Beispiel. Und so würde dann ein Projekt tatsächlich gar nicht wirklich einen Abschluss finden. Wenn ich mit dem Anspruch rangehe, dass ich dann auch solche Errata-Veränderungen und Meta-Wechsel auch teilweise mitmache. Dementsprechend fand ich es hier, weil ja all diese Modelle primär für die Apokalypse sind, fand ich das tatsächlich recht einfach, mich da nicht von irgendwas ablenken zu lassen. Und ja, wie gesagt, ist ein Projekt wirklich irgendwann mal abgeschlossen? Früher, der jüngere Dizzy, der, als er vielleicht gerade mit Maltischer Mittwoch angefangen hat, hätte wahrscheinlich geantwortet, nee, Projekte abgeschlossen, geht gar nicht. Jetzt der etwas erwachsenere Dizzy, ich sage bewusst nur etwas erwachsenere Dizzy, weil wann ist man erwachsen, das ist nochmal ein ganz anderer philosophischer Kontext, der sagt, ja, eben weil es so viele coole Systeme gibt, weil es so viel gibt, was man im Hobby machen kann. All das. Genau deshalb können Projekte auch wirklich mal abgeschlossen sein. Wichtig, wenn sie gut durchgeplant sind. Ich kann natürlich irgendwann sagen, ja komm, ich mal bei der Armee nie weiter, die bleibt jetzt erstmal so, wie sie ist. Das Projekt ist abgeschlossen. Kann ich natürlich auch sagen. Aber ich glaube, es fühlt sich besser an, wenn ein von vornherein durchgeplantes Projekt abgeschlossen ist. Dementsprechend würde ich euch einfach mal herausfordern wollen, zu sagen, ja, pass auf, ich plane jetzt mal ein Projekt. Und seien es nur, bleiben wir mal jetzt hier bei Warhammer 40k als System.
als Beispielsystem, weil ich die Modelle hier gerade vor mir habe. Also seien es nur vielleicht 500 Punkte eurer Lieblingsarmee. Ja? Schraubt mal so eine Art Projektarmee zusammen. Dass ihr sagt, ja, das und das und das brauche ich dann vielleicht noch. Oh, da sind wir schon wieder bei den 500 Punkten drüber. Wie verändere ich die Truppe dann vielleicht? Was brauche ich wirklich für Modelle? Was wären die Anschaffungskosten? Gibt es Alternativen? Welches Thema verfolgt die Truppe? Welches Farbschema wähle ich? Und wenn das alles so durchgeplant ist, ja, dann habt ihr quasi ein komplett durchgeplantes Armeeprojekt, wo ihr euch dann, je nachdem, wie so eure finanzielle Situation ist, über vielleicht mehrere Einkäufe, über mehrere Wochen und Monate euch vielleicht die Sachen zusammenkauft. Vielleicht habt ihr auch die finanziellen Möglichkeiten und sagt, ja, das kaufe ich mir alles vor einmal, zack, fertig, los geht's. Auf jeden Fall, dass ihr das euch dann besorgt, in welchem Zeitrahmen ist ja erstmal egal, und dann langsam mal loslegt und sagt, ja, da bleibe ich jetzt dran, und wenn das fertig ist, dann ist es fertig. Oder, auch legit, sagt, ja, wenn das fertig ist, dann ist dieses Teilprojekt fertig, schließt aber nicht aus, dass ich nochmal vielleicht eine Art Erweiterung für dieses Projekt mir erdenke, die dann aber mit der ähnlichen Prämisse läuft, dass ich mir erst alles in Ruhe angucke, dass ich erst alles in Ruhe durchplane, kaufe und dann erst weiter loslege. Dann aber natürlich auch gezielt daran bleibe. Legere Phonicus im Apocalyptic Empire ist genauso gestartet. Die Mechanikum-Einheiten sind darin leider ein bisschen eskaliert. Da werde ich dann nämlich, bevor ich da wirklich loslege, nochmal durchplanen, brauche ich das wirklich alles, was möchte ich davon haben und so weiter und so fort. Sororitas sind auch ein bisschen explodiert, da war ich auch nicht so diszipliniert. Flash Terror. Ja, kann man sagen, sind explodiert, weil der Leviathan nicht geplant war, ist aber nur ein Modell, was ich vertauscht habe und dementsprechend mich nicht wirklich viel groß mehr gekostet hat, im Vergleich zu Soros, wo ich sagte, ja, das ist vielleicht ein Trupp plus ein Held und zack, habe ich eine, weiß ich nicht, fast 2000 Punkte Armee da stehen. Ich kenne die Punktewerte jetzt tatsächlich nicht, das war jetzt einfach nur mal so dahingesagt. Auch nicht so wirklich durchgeplant. Talarn, relativ gut durchgeplant. Da war klar, zwei Panzerzüge, einen mechanisierten Infanteriezug, ein bisschen Artillerie. Die 5th Albion Paratroopers waren auch relativ gut durchgeplant. Gut, dann kam noch eine Handvoll Science mehr dazu, weil ich gemerkt habe, okay, du musst das irgendwie gucken, dass du mit den Spezialwaffen das anders organisierst. Aber das habe ich dann auch erst im Spiel wirklich gelernt. Das war mir anhand der Durchsicht der Regeln gar nicht so wirklich so bewusst. Und das war dann natürlich auch nochmal besser geplant. Und ich merke, je älter ich werde, umso weiser werde ich. Nein, Quatsch. Umso häufiger plane ich Armeen oder Projekte so durch. Würde ich gerne jetzt mit Legio Furian als Gegenstück für das Apocalyptic Empire so vergleichen. Da ist es aber das Ding, die Modelle sind teuer, aber im Kopf ist alles durchgeplant. Ich weiß genau, was ich haben möchte noch. Und das werde ich dann, wenn die finanzielle Möglichkeit sich wieder ergibt, auch anschaffen. Dementsprechend ist das eher so ein Projekt, Langzeitprojekt, aber auch an sich abgeschlossen. Es ist nur nicht wie bei den anderen Sachen, wie jetzt zum Beispiel bei den Flash Terrorern, dass ich mir das komplett besorge und dann erst starte, sondern ich weiß, was ich haben möchte. Da zum Beispiel da der Bau der Modelle auch extrem lange dauert und immer wieder Trocknungszeiten braucht, im Vergleich zu so einem kleinen Plastikbausatz hier, da gehe ich dann natürlich ein bisschen anders, mit ein bisschen freieren Mindset dran, aber prinzipiell ist es ja ähnlich. Ja. Ich habe vorneweg geplant, was möchte ich, was brauche ich, und werde dann auch nicht weiter anschaffen. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, das sind Titanen, natürlich wirst du da nicht mehr anschaffen, die spielst du ja sowieso nie.
alle auf einmal. Und dementsprechend kann man das auch wieder ein bisschen relativieren. Aber da gehe ich auch mit einem ähnlichen Mindset dran. Die Truppe, die ich gleich nochmal bespreche mit euch, ist ähnlich. Die plane ich jetzt auch durch. Ja, ich habe schon mal angefangen damit, weil das 3D-Druck ist. Und ähnlich wie zum Beispiel die Resin-Bausätze, 3D-Druck dauert halt seine Zeit, bis alles so fertig ist. Da dauert jeder Druckvorgang. Da brauche ich Trocknungs-, also Abtropfzeiten im Drucker. Dann brauche ich die Bearbeitung, Teile waschen. Dann brauche ich die Trockenzeit danach, Ausklipsen von den Supports, Härten. Also das heißt, das dauert auch ein bisschen länger als vielleicht, ey, ich gehe eben in den Laden, kaufe mir zwei Boxen Modelle und los geht's. Also wirklich reine Zeit, nicht der Aufwand. Ich finde, der Aufwand ist beim 3D-Druck ähnlich wie bei den Modellen, die ich mir so kaufe. Also dauert zwar länger, weil das Modell druckt, aber beim Druck selbst habe ich ja nicht wirklich Aufwand. Ja, da läuft er halt. Nur wenn man jetzt davon ausgeht, wie viele Modelle würde ich zusammenbauen können in, oder wie viele Modelle könnte ich mir innerhalb von, weiß ich nicht, 8 Stunden produzieren. Da wäre klar, dass ich beim 3D-Druck nicht so viele hinbekomme, weil ich zum einen Druckzeiten habe, dann müssen die trocknen und die Nachbereitung dauert ein bisschen länger, wohingegen ich, wenn ich jetzt Bausätze mir nehme, einfach in den Laden fahre, mir die kaufe, nach Hause und loslegen kann. Zack. Ja, dementsprechend ist das ein Ding, ich habe es im Kopf grob durchgeplant. Hier und da muss ich mir noch ein paar Teile raussuchen, die ich dafür einsetze. Es gibt noch ein, zwei Add-ons dazu zum nächsten Projekt, was noch nicht ganz klar ist, ob ich da dran komme und wenn, wie ich das umsetze. Aber an und für sich ist es auch durchgeplant so, dass ich jetzt nicht irgendwie planlos mir neue Modelle anschaffe. Nur weil, das Modell ist ja cool, oder hey, das hat aber die Firma jetzt gerade neu rausgebracht. Das glänzt aber. Sowas habe ich tatsächlich gar nicht mehr. Das Einzige, wo mir das passieren könnte, wäre vielleicht Adeptus Titanicus, weil das ist halt mein Lieblingssystem. Aber sonst ist schon alles gut durchdacht. Und zum anderen, wenn ich dann mir diese Modelle angeschafft habe und dann habe ich vielleicht Bausätze, wo was überbleibt, dann wird das, was da noch überbleibt, auch relativ schnell verkauft, weitergegeben, vertauscht gegen irgendwas, so dass ich gar nicht Gefahr laufe zu sagen, hey, jetzt habe ich hier das und das fertig, aber jetzt habe ich hier noch 3 Infanteristen von der und der Fraktion, da könnte ich ja eigentlich noch einen neuen Trupp draus machen, na gut, 3 kann man nicht nehmen, ja, dann muss ich mir noch eine neue Box kaufen, um zu ergänzen, habe ich wieder mehr Modelle da, und das sind alles Lehren, die ziehe ich jetzt daraus, dass ich diese Jungs hier an und für sich als Projekt abschließe. Und ich persönlich, ohne mich selbst beweihräuchern zu wollen, finde, da bin ich so von der Entwicklung im Hobby schon ziemlich weit. Wie Son Gonzo im Discord auch anmerkte, ja klar, kann man jetzt drüber philosophieren, ist das Projekt nicht wirklich irgendwann abgeschlossen? Ist nicht das Ganze, was man hier so in diesem Hobby macht, als Projekt zu sehen? Ja, prinzipiell ist Miniature Wargaming ein Langzeitprojekt, grundsätzlich. Aber, das wäre ja zu einfach, das einfach so zu äußern. Da sehe ich lieber die einzelnen Sachen, die wir in diesem Hobby machen, als kleine Teilprojekte. Weil man kann ja das ganze Leben auch als Projekt sehen. Man kann aber auch sagen, hey, lass uns ein Haus bauen, dafür brauchen wir so und so viele Monate, Jahre, bis das alles fertig ist. So und so viele Jahrzehnte, bis es abbezahlt ist, falls man Kredit aufnehmen muss. Und dann ist das Projekt Haus durch. Aber natürlich jetzt auch sagen, wann ist das Projekt Haus dann wirklich durch? Ja, man kann sagen, ja, Haus ist gebaut, das ist durch, abzahlen ist zählt nicht dazu. Man kann sagen, ja,
Haus ist durch, abzahlen gehört dazu. Also wenn abgezahlt ist, ist das Projekt Haus fertig. Oder man sagt natürlich, weil es faktisch so ist, dass man auch immer wieder was reparieren muss und so weiter, Projekt Haus ist ein Langzeitprojekt. Da ist man sowieso niemals mit fertig, weil wenn du auf der einen Seite fertig bist und alles geflickt hast und repariert, renoviert, dann fängt es an der anderen Seite wieder zu tropfen an. Sehe ich bei meinen Eltern oder bei meinem Bruder. Ja. Dementsprechend, das sind, glaube ich, so verschiedene Mindsets, die man dann einnehmen kann oder derer man sich bedienen kann, die natürlich auch ein bisschen was über einen selbst sagen, die aber auch theoretisch die Entwicklung im Hobby einen selbst im Hobby ein bisschen behindern können. Ja? Wenn ich jetzt immer nur das große, große Ganze sehe, ja, das ganze Hobby ist ein Projekt, dann kann es natürlich sein, dass ich ein bisschen anfange, darin rumzudümpeln und wie das so ein Hobby-Schmetterling macht oder ein Schmamsterling sogar, von Blüte zu hopfen, mir immer mal was rauszusuchen und dann doch nichts fertig zu werden. Wenn ich mit dem Mindset reingehe, ja, das ist durchgeplant und das sind Teilprojekte und dann habe ich das Projekt abgeschlossen, dann kann ich mich was Neuem widmen. Dann glaube ich einfach mal, jetzt mal rein analytisch gesehen, ist man schon produktiver, weil man Dinge auch schafft, das Erfolgserlebnis hat, dementsprechend neue Motivation, Kraft, Energie schöpft daraus und dadurch natürlich auch im Weiteren profitiert. Natürlich jetzt alles sehr theoretisch. Es gibt die unterschiedlichsten Menschen, es gibt die unterschiedlichsten Typen auch im Hobby und dementsprechend natürlich auch die unterschiedlichsten Herangehensweisen, was bringt dich im Hobby weiter sozusagen. Und das kann natürlich auch alles nicht pauschalisiert werden, was ich hier sage. Ich für mich habe das jetzt allerdings so gesehen, so gemerkt und ja, so wie es ist, fühlt es sich gerade gut an. Und wenn die Jungs hier fertig sind, also fertig, dann gibt es auch nochmal ein kleines Präsentationsvideo. Dann kommen die auf den Turntable. Dann werden die bei angemessener Belichtung für euch auf dem Turntable abgefilmt. Dann werden die nochmal fotografiert. Und dann ist das ganze Ding auch medial abgeschlossen. Plus, es gibt das Tutorial. Ja, brauche ich ja nicht immer erwähnen. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Aber dann bin ich da tatsächlich fertig. Ob diese Turntable Action als separates Video kommt oder im nächsten Mam wirklich so als Abschluss des Ganzen oder vielleicht sowohl als auch, das weiß ich noch nicht. Die Fotos werdet ihr auf jeden Fall im tabletopwelt.de Forum sehen. Wie gewohnt, maltischer Mittwoch-Thread. Ihr werdet sie wahrscheinlich irgendwann auch bei Facebook sehen. Ihr werdet sie im Discord-Server sehen können. Ich bin mir noch unsicher, ob ich auch nochmal eine Variante mache, wo ich die Modelle ins Gelände stelle, in dieses schöne, noch unveröffentlichte Gelände von Kraken Wargames und dann da ein paar Fotos mache. Ob ich vielleicht ein paar Fotos mache, wo man die Modelle sozusagen in einer Kampfsituation sieht, wo vielleicht im Vordergrund irgendwelche Tyranniden von hinten unscharf zu sehen sind, die auf die zustürmen und die stehen dann heroisch an ihrer Stelle, um dann zu kämpfen, sowas in der Art, also wirklich so wie die Firma Games Workshop oder Citadel teilweise die Produktfotos macht, auch mit vielleicht verschiedenfarbigen Lampen als Beleuchtung oder ob ich sage, nee, einfach vor schwarzem Hintergrund reicht, bin ich mir noch unschlüssig. Das Ding ist nämlich, bevor ich diese Fotos machen kann, also so richtig diese Fotos, müsste ich erstmal den Tisch hinter mir wieder ein bisschen bereinigen, wo aktuell das nächste Teilprojekt drauf liegt, die House Raven Knights. Das braucht da tatsächlich viel Platz. Und der Ravager Titan noch in Teilen, wo ich ja jetzt kurz anschließen kann. Hauptsächlich sind die Updates für dieses Modell ja im Frühstücksfernsehen bis jetzt gewesen, habe ich das Gefühl.
Da warte ich jetzt aktuell auf eine Lieferung und zwar die passenden Bohrer bzw. Magnete plus vom Durchmesser die passenden Bohrer dafür, dass ich dann ein Konzept erarbeite und eine Technik, wie ich die Waffen und die Arme magnetisiere, damit diese auch theoretisch austauschbar sind. Gerade bei den großen Modellen sehe ich das dann doch ein bisschen anders als bei den Titanicus, bei den kleinen Titanen, weil dann denke ich mir, ja komm, dann willst du ein Modell mit einem anderen Loadout spielen, schaffst du dir einfach ein neues Modell an. Ja, das ist so, okay, das kann man finanziell stemmen. Will ich jetzt statt einem Fernkampf-Reaver einen Nahkampf-Reaver spielen und dann kaufe ich mir halt keinen neuen Reaver von Watchworld, weil ne, teuer. Dementsprechend, da wird ein bisschen magnetisiert. Die Hüfte wird magnetisiert, weil ich die Modelle dadurch dann auch besser transportiert bekomme, wenn ich sie in der Mitte trennen kann. Und eben für diese Magneten brauche ich einen größeren Bohrer als die, die ich aktuell zu Hause habe und habe mir dann, weil ich eine faule Sau bin, nein, weil ich nicht extra für jetzt ein, zwei Bohrer, dachte ich mir, nicht extra in den Baumarkt fahre, und dann Gefahr laufe, dass sie die dann auch nicht da haben, habe ich mir die dann auch tatsächlich mal online bestellt und warte jetzt aktuell darauf. Und dann, wenn die Magneten da sind und eingebaut sind, dann kann dieser Titan nämlich prinzipiell in den Schrank und verstaut werden, in die Vitrine. Dann ist Platz auf dem Tisch für die besagten Fotos und dann auch fürs Auslegen der Teile des nächsten Modelles. Wahrscheinlich, weil ich gerade drin bin und die Schritte noch gut weiß, der zweite Ravager. So dass ich dann hoffentlich, weiß ich nicht, der Feral ist ein Modell, das habe ich noch nicht gebaut, und Warhorns sind, wie mir verschiedenste Quellen auch suggerieren, sind tatsächlich ein bisschen schwieriger zu bauen, weil da die Beine komplizierter konzipiert sind. Deshalb weiß ich nicht, ob es bis Ende Februar klappt, aber ich denke, dass ich bis Mitte, Ende März dann die Chaos-Titanen, die aktuell hier sind und schon mal vorbereitet werden können, gebaut habe. Vielleicht auch schon angefangen habe, die zu grundieren. Und dann letztendlich starten kann, die zu bemalen. Vielleicht. Die Idee wäre natürlich auch noch darauf zu warten, dass ich den zweiten Feral und den Night Gaunt mir anschaffen kann, um dann alle Modelle gleichzeitig zu bemalen, besonders was die Panzerung natürlich angeht. Denn es ist ein Gelbton und wie wir wissen, Farben sind natürlich so eine Sache. Da möchte ich bei den Modellen aus diesem einen Manipel natürlich bei allen denselben Gelbton haben. Nicht, dass ich dann eine leicht andere Schattierung bei einem habe, wenn ich ihn später bemale und das dann zu sehr divergiert von den anderen. Dementsprechend ist halt die Sache, wie sieht es bei mir die nächste Zeit finanziell aus? Kann ich mir bis dahin die beiden verbleibenden Modelle noch besorgen? Oder nicht? Wenn oder nicht ist, ist die Option, okay, ich lasse diese Chaos-Modelle erstmal liegen und mache entweder beim Apocalyptic Empire mit ein bisschen Talaren weiter oder starte, wenn ich dann wirklich motiviert bin und Bock habe, mit den Lego Gophonicus Modellen, weil die sind ja alle da. Die müsste ich dann natürlich erst bauen. Und dann, aber wie gesagt, 2022 ist ein titanisches Jahr und die Modelle müssen ja nicht von jetzt auf gleich mal eben fertig werden, sondern ich habe ja dafür die Zeit. Also das ist dann so der Ausblick, was so die nächste Zeit passiert. In jedem Falle, wenn der Ravager soweit ist, habe ich Platz auf dem Tisch, um die Flash Terror dann bei Bedarf auch nochmal cineastisch abzulichten. Ich glaube, das ist eine gute Beschreibung, oder? Cineastisch ablichten? Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Wenn ich es noch nicht gemacht habe, bis ihr dieses Video seht, also eher in den üblichen Quellen noch keine Fotos davon gesehen habt, dann kann es sein, dass ich die auch noch nicht gemacht habe, also wirklich noch nicht vorbereitet, aufgebaut und geschossen habe und mir auch noch nicht sicher bin, ob das wirklich so cool ist. Dann könnt ihr, wenn ihr das auf jeden Fall sehen wollt,
in die Kommentarsektion gehen und reinschreiben: Dizzy, bitte, bitte, bau die Flash Terror nochmal im Gelände auf. Ja, also wenn ihr sagt, boah, das wäre richtig cool, das mal so zu sehen, dann schreibt es da in die Kommentarsektion, dann kann ich da auch mit etwas besserer Motivation vielleicht rangehen. Ne? Gesetzt den Fall ist, ich habe es noch nicht gemacht. Das Ding ist, ich mag ja selbst solche Aufnahmen auch sehr gerne. Also weiß ich nicht, ob es so unwahrscheinlich ist, dass ich das mache. Oder dass ich das nicht sowieso mache oder schon gemacht habe. Aber ein bisschen Bestätigung von euch, nicht mehr, ein bisschen Bestätigung von euch tut natürlich auch ganz gut. Wie immer. Ne? Ich meine, ich bin nicht clickbaity oder sowas oder so eine, oder mir geht keiner drauf ab, wenn ich besonders viele Klicks auf ein Video habe oder so. Das ist ja alles mein Hobby-Tagebuch, was ich mit euch teile. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön zu merken, hey, das gefällt den Leuten, was du da machst. Und das zeigen sie dir dann auch durch sowas. Darf man nicht vergessen. Zuspruch ist ein unglaublicher Motivator. Und das ist eine Sache, die ich mir für die Zukunft auch theoretisch, was heißt theoretisch, nein, auch schon mal immer vorbehalten und geplant habe, dass ich dann von Projekten, Teilprojekten, die fertig sind, auch dann irgendwann mal schicke, cineastische Bilder mache. Ich habe auch schon so ein bisschen recherchiert mit entsprechenden Fotohintergründen, da ja die ganzen Modelle eher so Richtung Wüste, Ruinen in der Wüste gehen, dass da der Fotohintergrund auch entsprechend dafür ja, ausgelegt ist und dadurch auch die Kamerawinkel ganz anders gesetzt werden können. Dann muss nicht überall Gelände im Hintergrund stehen, um gegebenenfalls den Übergang zum schwarzen Hintergrund zu kaschieren. Oder das muss auf jeden Fall so aufgebaut werden, dass es so nach hinten dunkel ausläuft, dass es nicht unnatürlich wirkt, dass der letztendliche Hintergrund nur schwarz ist. Sondern dann könnte ich auch damit arbeiten, dass man im Hintergrund dann auch wirklich mal einen Teil dieser Wüste sieht, in dem das stattfindet oder. Also auch das ist eine Sache, die habe ich immer noch auf dem Schirm und bedenke diese. Und jetzt habe ich tatsächlich gleich schon mal diese Macken vorbereitet, was mich fröhlich stimmt, weil Schädel bemalen dauert ja nun mal nicht ganz so lange. Und ihr habt wahrscheinlich, während ich hier so rede und das mache, auch schon bei dem einen oder anderen Modell den Effekt gesehen, den ich damit erziele. Gerade hier beim Leviathan, wenn man sich das anguckt, hier die Seite, sieht relativ unspannend aus gerade. Wenn ich jetzt aber so ganz leicht hier mal noch dran gehe und auch vielleicht ein bisschen, ja, mit ein bisschen trockenerer Farbe, weil die auf dem Pinsel schon ein bisschen angetrocknet ist, dran stippel, so, dann wirkt es gleich schon wieder spannender. Und passt dann auch zu diesem kompletten Konzept, was ich mit dem Apocalyptic Empire und allen Modellen, die dazu gehören, fahre. Das ist halt alles so ein bisschen dark, dull und gritty ist. Da passt sowas natürlich dann umso besser dazu. So, und jetzt ist mir tatsächlich das Pulver ausgegangen. Für speziell diese Situation, wo ich hier diese Macken einarbeite. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht den Übergang schaffen können zum nächsten Teilthema schon mal. Das hat nämlich indirekt auch hiermit zu tun, mit den Flash Terran, mit den Talarn Desert Rats, generell mit dem Apocalyptic Empire. Wir haben ja letzte Woche das Thema gehabt, ja, wie entwickelst du deine Geschichte, Dizzy, das Narrativ darum, hast du da Ideen? Und da sagte ich ja, ja, hier, Titan, Talarn, Verräter-Titan von Furian, ja, wir brauchen mal eine Einsatztruppe, los geht's. So. Und irgendwie habe ich mir dann danach gedacht, ja, das klingt aber komisch. Dann wurden da fünf Maschinen gesichtet und dann schicken die so einen kompletten Einsatztrupp aus so viel verschiedenen Armeen kombiniert irgendwie dahin. Klingt komisch. Weil das Mechanikum, Collegia Titanica, ist ja eher so ein bisschen was arrogant.
ne, was das so angeht. Und wir würden natürlich die Princeps Senioris und so weiter von Gryphonicus sagen, ja, pf, gar kein Problem. Da stehen da halt so ein paar Gottmaschinen, die rotzen da weg und gut ist. Ja, ich weiß, sie würden es ein bisschen anders ausdrücken, aber prinzipiell, ne, die würden da nicht unbedingt Verstärkung anfordern, weil sie wissen ja um ihre Überlegenheit, vermeintliche, und so weiter und so fort. Also war der Gedanke, gut, das ist unwahrscheinlich, dass deshalb plötzlich so eine riesengroße Formation ausgeschickt wird. Vielleicht brauchen wir für den Konflikt einen anderen Katalysator. Furian, okay, hat Talaren platt gemacht. Das ist auch der Grundgedanke, warum dann auch die Talarner involviert sind. Aber vielleicht sind die Titanen nicht das Erste, was im Konflikt auftaucht, sondern eine andere Fraktion, eine andere Teilfraktion. Wer war denn noch an Talaren beteiligt? Zum Beispiel Lego Kritis. Ja gut, sind auch Titanen. Ist ja vielleicht jetzt nicht ganz so spannend, weil dass das Grundproblem ja nicht löst. Da sind halt noch ein paar mehr Titanen. Okay, dann würde man vielleicht Lego Gryphonicus und Unterstützungselemente hinschicken. Wahrscheinlich aber eher Lego Gryphonicus in größerer Nummer oder beziehungsweise in größerer Anzahl an Maschinen oder eine zweite Legio noch dazu holen. Also, kein guter Katalysator. Was wäre denn, wenn plötzlich um Talaren irgendwo diejenigen gesehen werden oder geortet, gesichtet, wie auch immer man es beschreiben möchte, die damals dafür zuständig waren, dass Talaren von einer paradiesischen Welt zu diesem heute bekannten Höllenloch einer Wüste geworden ist. Wie wäre das denn, wenn sozusagen die Erznemesis der Talarner da auftaucht und sagt, hallo, hier sind wir wieder und wir wollten euch für die Schmach damals bestrafen, die ihr uns zugebracht habt in diesem größten Panzerkrieg der Horus-Heresie. Ja, genau. Die Iron Warrior, die Talaren mit Virusbomben quasi von einem Paradies in eine Wüste verwandelt haben. Genau die könnten ja jetzt auftauchen und entweder sind sie einfach da, weil die böse sind, machthungrig, weil irgendjemand was beweisen muss, oder sie wollen diese kleine Kriegsbande der Iron Warrior will die Talarner bestrafen dafür, dass damals sie auf die Fresse gekriegt haben. Denn das hat Talaren ja geschafft. So, das könnte der Katalysator für den kompletten Konflikt sein. Also, ja, ich sag immer, ja, Astartes, bla bla bla, braucht keinen Arsch. Brauche ich nicht mehr, bin ich drüber. Aber jetzt haben wir das Problem. Das ist der einfachste Weg, diesen Konflikt zu rechtfertigen. Dann tauchen da die Iron Warrior auf. Talaren sagt, ja, nee, kriegen wir hin. Kriegen dann thematisch vom Narrativ eine ziemliche Klatsche und sagen, ha, 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 hallo, Iron Warrior, blöd jetzt auch. Oh, die haben auch ein paar Titanen dabei. Und dann wird ganz schnell aus den in der Gegend verfügbaren Streitkräfte, also schnell, imperiale Standards, eine Einsatztruppe erstellt. Und weil nicht genug geballte Kraft einer Fraktion vorhanden ist, kommt halt dieses Konglomerat aus Knightly Household, aus Titanen der Lego Gryphonicus, aus Schwestern der Sororitas, aus Mechanicum und so weiter zustande. Und dann kommt es zum Big Clash. Alles unter der Prämisse, Grundkonflikt ist vorhanden und die Armeen hauptsächlich ausgerichtet für Apokalypse. Also, dass ich Apokalypse 40k oder Apo 40k damit spielen kann, dementsprechend halt auch in diesem Detachment-Format. Dass ich immer die kleinen Kontingente plane, oder geplant habe und nicht zum Beispiel einen einzelnen taktischen Trupp.
Dass aber auch wahrscheinlich nicht so viele Helden auftauchen werden, weil die einfach nicht so relevant sind für Apo. Und deshalb habe ich mich so ein bisschen umgehört, informiert, geguckt und ich habe es schon im letzten Livestream, letzten Samstag gesagt, aber auf jeden Fall. Da habe ich nämlich bei cult3d.com von dem User Fummelfinger, ich hoffe, das schaffe ich auch dran zu denken, da einen Link in die Videobeschreibung zu setzen, habe ich wunderbare Modelle gefunden oder STLs, die ich mir schon teilweise gedruckt habe, die zeige ich euch auch gleich gerne, die Horus Heresy MK3 Iron Armor abbilden. Ja, er hat auch Modelle für die MK4 Maximus oder die MK5, in Anführungszeichen MK5, Heresy Armor, schon jetzt angefangen, aber diese MK3, wunderbar, sieht richtig cool aus meines Erachtens, weil schlicht und das Beste daran, True Scale. Das heißt, ich stelle dann einen Talarner und einen Iron Warrior nebeneinander und der Iron Warrior ist extremst groß im Vergleich zu den normalen GW-Modellen. Und das schafft nochmal so ein ganz anderes Bedrohungspotenzial. Und so werden die Iron Warrior mit ein paar Trupps auf den Tisch kommen. In Begleitung der Legifurian, weil, wenn wir Apokalypse spielen, ich keinen Bock habe, mit, je nachdem wie groß das Spiel ist, einem bis fünf Modellen aufzuschlagen. Aufgrund der unglaublichen Waffenreichweiten im Spiel, bei den meisten Modellen, mit diesen Modellen nur in der Ecke zu stehen, nur ein paar Würfel zu schmeißen und zu sagen, ja, ich schieße jetzt halt hier ein bisschen rum. Deshalb habe ich mit den Iron Warriors dann die Möglichkeit, mit 2, 3 Detachments mich ein bisschen mehr am Spiel zu beteiligen und auch solche Sachen wie Objective Secure, also Missionsziele sichern, oder ähnliches durchzuführen und dadurch halt auch einfach das Gefühl zu haben, dass ich mehr im Spiel mache, mehr reiße sozusagen, als einfach nur hinten in der Ecke zu stehen und mit meinen Maschinen zu ballern oder mit den beiden Feral Warhounds nach vorne zu rennen und dann da, wegen der etwas kürzeren Reichweite nach vorne zu rennen und dann da zu stehen und zu ballern. Ja. Deshalb diese Idee. Aktuell gedruckt habe ich schon 20 taktische. Und taktische wirklich in Heresy taktische. Denn die Grundausrüstung bei Apokalypse für einen taktischen Trupp, wahrscheinlich auch für andere Fraktionen, die ich damit auch spielen kann, ist erstmal Bolter. Ja, mit diesem Bolter haben sie einen Würfel. Haben sie eine schwere Waffe dabei? Scheißegal. Erstmal. Deshalb passt das auch wunderbar zu Heresy, weil der taktische Trupp in der Heresy, da hat maximal der Sergeant, ja Sergeant, nicht mal Veteran-Sergeant, die Möglichkeit, seine Ausrüstung zu verändern. Beziehungsweise das Einzige, was ich ändern kann, ist, alle tragen einen Bolter zu, ja, die können auch nochmal ein zusätzliches Kettenschwert haben oder die können ihren Bolter gegen eine Boltpistole austauschen und ein Kettenschwert bekommen. Das ist dann die Variante des Spoiler. Zumindest gab es die bei Forge World als Despoiler zu kaufen, die dann quasi die nahkampftaktischen Trupps sind, wie später Sturmtrupps, also die Jump-Pack-Trupps ohne Jump-Pack sozusagen. Da habe ich aber auch eine Möglichkeit, die nochmal anders einzusetzen und das zeige ich euch gleich mal anhand des entsprechenden Buches, des entsprechenden Codex. Zumindest wenn wir über 40k reden. Ja. Natürlich, in Apokalypse ist alles ein bisschen runtergebrochen, aber als groben Leitfaden kann man dann natürlich auch das 40k-Regelwerk nehmen, beziehungsweise den entsprechenden Kodex. Und dazu kommen wir dann jetzt tatsächlich endlich. Ich zeige euch mal, was ich mir da gedacht habe, nachdem ich die Modelle hier beiseite geräumt habe. Und da haben wir schon die ersten Modelle. Bevor wir nämlich über Regeln und weitere Ideen reden, können wir auch einfach mal darüber reden, wie diese Modelle hier aussehen. Das sind die MK3 True Scale
Modelle, beziehungsweise der hat die, glaube ich, gar nicht MK3 genannt, sondern Rivet Armor, also genietete Armor, gebolzte Armor. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr findet ihn auch bei Cults3D, ihr findet ihn, glaube ich, bei Instagram und so weiter und so weiter. Der Fummelfinger. Und es handelt sich hierbei komplett um 3D gedruckte Modelle. Nehmen wir zum Beispiel mal ihn hier, das ist ein Sergeant. Da fehlt, wie ihr seht, der Kopf. Kopf und Arme habe ich nochmal nachgedruckt. Hier in dem Falle auf 105% skaliert. Hat den Vorteil, dass vor der Brust die Armpose dann besser möglich ist, wenn die ein bisschen breiter sind. Also wirklich nur Millimeter reichen hier. Und der Kopf meines Erachtens in diesen 105% auch ein bisschen besser aussieht. Es sind auch wieder nur, ist auch wieder so ein Müh nur, aber sieht dann halt meines Erachtens cooler aus. Ich habe hier separate Beine, Oberkörper, die ganzen kleinen Accessoires hier am Gürtel sind separat, Arme, Kettenschwert, Boltpistole, Backpack von ihm. Diese Schulter hier stammt von, frag mich nicht wem, habe ich irgendwo mal im Netz gefunden. Und diese Schultern hier auch, das sind tatsächlich die Iron Warrior spezifischen Line Infantry oder beziehungsweise Troop Markings. Da gibt es zwei verschiedene, diese und diese hier. Dann ist schon mal klar, das ist Line of the Battle. Und hier hat es sich um einen Sergeant, Veteran-Sergeant, hätte eine andere Schulter. Ich werde wahrscheinlich einen Helden, sowas wie einen Lieutenant in Anführungszeichen, als als Veteran-Sergeant nehmen und dann nochmal etwas höher als dann Command, Company Command. Die haben dann auch nochmal eine andere Schulter. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, das hier ist das Modell. Ungefähr so seht ihr das jetzt auf dem, über den Horizont. Und das hier ist ein Talarna. Ungefähr so auf derselben Höhe. Also ihr kennt den Unterschied. Und so bin ich der Meinung, wird es auch in den ganzen Romanen dargestellt, dass ein Mensch einem Astartes bis zur Brust geht. Und dass dann der Astartes dem Primarchen, wenn es hochkommt, bis zur Brust geht. Also dementsprechend, das sind schon Riesen. Je nach Quelle sind wir bei den entsprechenden umgerechneten Fußangaben von 1,83, 84 bis zu 2,42 Meter. Und das ist dann ohne Rüstung, muss man dazu sagen. Dementsprechend, das sind schon Riesen und deshalb habe ich dazu zu diesen Modellen gegriffen, weil die einfach cool sind. Taktische Trupps in der Heresy können größer werden. Das ist mir bewusst. Vielleicht werden die auch irgendwann mal größer. Aber Kernprojekt ist Detachments für die Apokalypse. In der Apokalypse spiele ich natürlich nicht nach Heresy-Regeln, sondern nutze entweder Space Marine-Profile oder nutze Heretic Astartes-Profile. Und dementsprechend ist so ein Trupp bei 10 Mann gedeckelt. Müsste ich überlegen, ob das tatsächlich als Heretic Astartes bzw. Chaos Space Marine nicht sogar noch ein bisschen größer werden kann, um dann diesen Heresy Era Vibe noch drin zu haben. Ich glaube, bei 40k können sie tatsächlich größer werden. Muss ich mal gucken, ob das bei der Apokalypse genauso ist. Und das sind dann einmal beiseite stellen. Da passen sie nicht hin. Na toll. Ja, da unten hin. Einmal die ersten Modelle, die ich hieran orientiere. Ja, das ist The Horus Heresy Legiones Astartes Age of Darkness Army List Buch. Ich weiß nicht, ob es das aktuellste ist, aber es ist das, was ich hier habe von Warhammer 40k noch. Und ich habe mir schlauerweise mal das Lesezeichen dahin gemacht, wo ich es brauche. Nämlich hier. Das ist dann nämlich ein Legion Tactical Squad. Der Legion Tactical Squad besteht aus 9 taktischen Space Marines und einem taktischen Sergeant. Ganz einfach mal on the fly frei übersetzt. Und ich hoffe, ihr seid da nicht zu irritiert, wenn ich das jetzt so nenne. Also natürlich, es ist 9 Legion Tactical Space Marines und ein Legion Tactical Sergeant, wenn du es so aussprechen möchtest. Dann haben wir die Situation, wir haben up to 10 additional, also bis zu 10, das ist ein 20er Trupp, kann man machen. 10 Punkte für jeden. Man kann deren Bolter gegen ein Combat Blade oder ein Chainsword tauschen. Das ist dann für free, also kostenlos. Das ist dann nämlich die Variante,
mit Boltpistole und Kettenschwert, also die quasi nahkampftaktische Variante. Und dann können sie noch zusätzlich einen Combat Blade oder einen Chainsword bekommen. Das heißt, jeder der Jungs könnte theoretisch zwei Kettenschwerter und eine Boltpistole dabei haben. Finde ich schon ein bisschen irre, aber geht tatsächlich. Ein Space Marine darf dann Sick Vox erhalten, also so eine kleine Funke, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Vexilla ist vielleicht was Interessantes, da kommen wir gleich noch zu. Und dann Sick Vox, also die Funke, wäre tatsächlich eher sowas, ja, sowas ein bisschen Narratives. Ja, die sind halt, die haben halt auch eine Funke dabei. Da muss ich gucken, ob ich einen Teil, was ich schon gefunden habe, hochskalieren kann, dass es dann bei den Iron Warrior hinten dran ist. Deshalb schließe ich auch nicht aus, dass ich zu den 20 noch einen dritten taktischen normalen Trupp mache, wo ich dann quasi spezielle Sachen wie Nanzig Vox oder so ein paar Mal habe und das dann mit den anderen austausche, bevor ich bemale. Tactical Squad Sergeant kann den Bolter und oder das Kettenschwert ersetzen durch eine Kombiwaffe, Plasmapistole, Chainsword, also Heavy Chainsword, Power Weapon, Power Fist, Single Lightning Claw, Melterbomben und die Artificer Armor, die mit den richtig großen Rüstwert oder Saving Throw. Interessant wäre hier taktisch für den sozusagen taktischen Sturmtrupp, wenn man ihn so nennen möchte, das Heavy Chainsword, also einen Eviscerator, zweihändiges Kettenschwert für den Chef, weil es cool aussehe, oder vielleicht die Lightning Claws, die Energiekrallen, weil es cool aussehe. Sonst sehe ich da keinen Nutzen drin unbedingt. Dann hätten wir den Legion Assault Squad, der ist eher etwas unspannend, weil das ist einfach nur dieser Sturmtrupp mit Sprungmodulen, weiß ich nicht, ob ich das brauche als Iron Warrior. Was aber interessant ist, als Iron Warrior nicht unbedingt, aber als Stand-in für einen anderen taktischen Trupp, ist halt Legion Breacher Squad. Da sind wir bei auch wieder 10 Modellen pro, mit diesen großen Schilden, diesen großen Boarding Shields. Die haben alle Bolter dabei. Für je 5 Modelle kann man dann noch eine Spezialwaffe reinpacken. Volkite, Flamer, Melter, Graviton Gun, Less Cutter. Die würden dann allerdings, ja, und hier wahrscheinlich fast genauso wie der beim normalen taktischen Trupp, wären sie quasi später nur ein Stand-in für normale taktische Trupps. Dementsprechend, das ist eher so ein hübsches Ding dann, dass die mit ihren Boarding Shields vorne vorweglaufen und die anderen Trupps dann dahinter herlatschen. Tactical Support Squad, auch eine interessante Sache für den Einsatz von Spezialwaffen. Da wären wir aber in dem Bereich, wenn ich die mit Apokalypse spiele, bräuchte ich da die Primaris Space Marine Hellblaster Squads und dürfte nur die Plasmawaffen nehmen. Da gibt es, glaube ich, keine andere Variante. Müsste ich mir mal genauer anschauen bei der anderen Fraktion nämlich. Denn ich könnte diese natürlich auch ganz einfach hier nachspielen, nach dem Buch Chaos Space Marines bzw. Heretic Astartes und diese eben genannten taktischen oder sturmtaktischen Marines könnten dann natürlich die normalen Chaos Space Marines sein. Oder aber, wo auch immer hier sie drin stehen, Khorne Berserker. Ja? Khorne Berserkers. Es war ein grausames Experiment von Angron, dem Primarchen der World Eaters, das zur Erschaffung der ersten Berserkers führte. Durch die rituelle Lobotomisierung seiner Krieger entfernte er jeden Sinn für Angst und Gefahr und verstärkte den Rausch, den sie in der Schlacht erlebten. Als die Legion dann Khorne die Treue schwor, waren die Berserkers nicht länger an die Gefechtsdoktrinen des Imperiums gebunden und konnten ihren blutrünstigen Instinkten endlich exzessiv ausleben. Seither sind sie die ultimative Nahkampfsturmtruppe, da sie in der Hitze der Schlacht in unkontrollierbare Raserei hineinsteigern. Jene, die sich in der Sache Khorne verschrieben wollen, schließen sich gemeinhin den World Eaters an und werden einem komplexen psychochirurgischen Eingriff unterzogen. Wenn die Prozedur vollendet ist, sind sie im Geist eins mit ihrem wütenden Gott und kennen nur noch das Bedürfnis zu vernichten, zu zerstören und zu verbrennen. Als die Legion der World Eaters infolge der Kämpfe auf Scalathrax zerbrach, bilden die meisten Berserkers eigene Kriegsscharen und mit ihnen breitete sich die Praxis der Lobotomisierung unter den übrigen Gruppen von Chaos Space Marines aus.
Gerade Abaddon hat seiner Sache eine große Zahl begabter Berserker-Chirurgen verpflichtet. Bezüglich dieser barbarischen Prozedur steht die Black Legion den World Eaters kaum noch nach. Bla bla bla. Das ist erstmal unwichtig. Hier ist aber klar, die Berserker der ursprünglichen World Eater wurden aufgeteilt in kleine Warbands und die haben sich dann gegebenenfalls auch anderen angeschlossen. Also kann natürlich auch so eine kleine Warband sich den Iron Warriors angeschlossen haben und diese Iron Warrior dann verändert haben, sagen wir mal so. Und dementsprechend stelle ich mir vor, dass diese taktischen Sturmmarines, wenn ich sie so nennen möchte, mit nicht Kettenschwertern, sondern mit Kettenäxten durch die Gegend rennen, damit ich sie entweder als normale Chaos Space Marines spielen kann. Und zwar, wo haben wir sie? Diese hier. Normale Chaos Space Marines, bei denen man mit Boltpistole, Bolter, Fragment, Sprengbanate bewaffnet ist und jeder Chaos Space Marine sein Bolter durch ein Kettenschwert ersetzen kann. Das heißt, hier haben wir dann die Variante Kettenschwert, Boltpistole. Gut, man könnte jetzt, glaube ich, auch nochmal... Nee. Und ein einzelnes Modell darf eine Ikone des Chaos erhalten. Haben wir hier das Legion Vexilla. Wenn ich ein passendes Teil finde, gebe ich denen Trupps nämlich auch noch eine Ikone. Oder eine Art Banner, eine Art Standarte. Dementsprechend muss ich da noch nachrüsten. Aber dadurch kann ich dann spielerisch vielleicht auch noch ein paar Effekte erzielen, wenn ich vielleicht damit 40k spielen möchte. Bei Apokalypse gibt es das aber, glaube ich, auch, dass man dann Boni bekommen kann. Aber ich kann sie ja nicht nur als Chaos Space Marines spielen, sondern auch als die eben benannten Khorne Berserker. Khorne Berserker, das sind nochmal diese uralten Modelle, werden bei mir aber dann ein bisschen anders aussehen. Sie werden die normale MK3 Iron Armor haben, sie werden die Schulter der Iron Warrior auf der Seite haben, auf der anderen werden sie wahrscheinlich was haben, was beim Beschlag wie eine Kornrune aussieht. Sie werden einen normalen MK3 Iron Armor Helm aufhaben. Sie werden eine Boltpistole und eine Kettenschwert haben. Also diese Bunny Ears, wie sie gerne genannt werden, also der Helm der Khorne Berserker, ist ja, glaube ich, von den Grubenkämpfen der World Eater so ein rituelles Ding von damals, den Gladiatoren, auf der Heimatwelt von Angon. Und das wurde von der World Eater Legion adaptiert, werde ich aber wahrscheinlich nicht einsetzen, weil meine Truppe Iron Warrior gefühlt noch nicht so weit ist. Das heißt, wenn ich nämlich 30k spielen wollen würde irgendwann, wären die natürlich fehl am Platz bei meinen Iron Warriors. Dann wären nämlich die Iron Warrior taktischen Trupps mit Boltpistole und Nahkampfwaffe, eine taktischen Truppe mit Boltpistole und Nahkampfwaffe und keine, in Anführungszeichen, Khorne Berserker. Das ist dann so diese Sache. Da versuche ich mich an allen Systemen so ein bisschen zu orientieren und von allen ein bisschen was mitzunehmen und muss in der Zwischenzeit auch nochmal gucken bei der Planung, dass diese Modelle in Apokalypse auch genauso gespielt werden können oder ähnlich gespielt werden können. Sowas, was wir nämlich hier haben, beim normalen taktischen Trupp quasi, also bei den Chaos Space Marines, da haben wir die Situation, dass ein Chaos Space Marine Squad noch die Option hat, dass für eine Einheit von 10 oder mehr Modellen ein zusätzlicher Space Marine seinen Bolter durch eine Spezialwaffe oder durch eine schwere Waffe ersetzen kann. Ein einzelner, also du hast zwei Modelle, die ihre Waffe ersetzen können durch Spezial und oder schwer. Und das haben natürlich die normalen taktischen nicht. Der Aspiring Champion, also der Typ hier, kann auch seine Waffen extrem ändern. Habe ich bei meinen dann auch nicht. Ist natürlich für 40k spielerisch nicht ganz so sinnig, aber da ich mehrere Systeme spielen möchte, in Apo ist die Ausrüstung von dem Champion vollkommen egal, weil nicht signifikant genug. In der Heresy haben sie die nicht, dann sage ich, okay, dann nutze ich das da auch nicht. Ja? Ich könnte natürlich die Jungs hier auch sagen, ich spiele die mit der Doktrin Pride of the Legion und mache aus den Tacticals den wo ist er? Elite. Apothecary macht daraus die Tactical Veteran Squads. Das sind nämlich quasi die, die man hinterher als normales Space Marine Squad hat, wo man mit einem Veteran Sergeant und 4 Marines startet und dann entsprechend noch eine Spezialwaffe, eine Schwerwaffe, dem Sergeant extrem viele Waffenoptionen geben kann und denen auch noch eine Taktik geben kann, dass sie zum Beispiel Marksmen sind
also outflanken dürfen und Sniper sind, Charaktere beschießen können und sowas. Aber Legion Tactical Veteran Squads war damals, als ich meine Iron Warrior gestartet habe, als die Betrayed Cult Box kam und ich total gehypt war, der größte Fehler, den ich machen konnte, weil das war einfach kacke. Das war nicht so dieser Vibe von 30k. Dementsprechend versuche ich das jetzt zu vermeiden und nutze das einfach nicht. Vielleicht gibt es davon einen Trupp zusätzlich, die dann als Chosen laufen, dass die eben entsprechend ein paar zusätzliche Ausrüstungsoptionen, Waffen dabei haben und auch ein bisschen cooler aussehen als Modelle. Aber das wird dann die Zeit zeigen. Ihr dürft euch jetzt gerne äußern, was ihr davon haltet. Diese Idee der Iron Warrior, die über mindestens drei Systeme gespielt werden können. 30k Horus Heresy, 40k als Heretic Astartes und Apokalypse als, ich sag mal einfach Astartes, ist glaube ich das Einfachste, weil ich ja beide Optionen möglich habe, als Normale, als Loyalisten und als Heretics. Was haltet ihr davon? Wie würdet ihr diese Truppe aufbauen und was würdet ihr in die Detachments reinpacken? Es soll tatsächlich dieses schwere Belagerungsbrecher-Kontingent darstellen, was ja die Iron Warrior irgendwie sind. Dieses einfach stoisch wie ein Werkzeug funktionieren, nach vorne laufen und bam ins Gesicht. Dementsprechend könnt ihr natürlich jetzt dazu schreiben, ja, was müsste da auf jeden Fall rein, was sollte auf jeden Fall nicht rein, worauf solltest du verzichten, und dann können wir die nächste Zeit ein bisschen drüber reden, weil ich das jetzt nicht hoppla hopp mal eben fertig machen werde, weil, wie vorhin schon erwähnt, natürlich so ein Drucker auch seine Zeit braucht. Und dann würde ich sagen, danke ich euch bis hierhin fürs Zuschauen und schicke euch jetzt einfach mal zur Endcard. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Das Video ist fast vorbei und die Stammzuschauer wissen es wahrscheinlich schon. Ideen, Wünsche, Anregungen, Kritik, alles unter dem Video in die Kommentarsektion oder bei Facebook tabletopwelt.de Forum im Discord-Server. Findet ihr in der Videobeschreibung über Kommentarsektion immer noch unter dem Video. Da findet ihr den Link zu Fummelfingers Riveted Armor Astartes. Die werden da natürlich anders genannt, wegen Rechte und so, aber ne, wisst ihr Bescheid, könnt ihr gerne dort einmal reinschauen. Und dann könnt ihr auch zum Beispiel in den Spread Shop, Merch Shop schauen. Wenn ihr zum Beispiel auch Lust auf dieses Motiv hier habt, auf verschiedenen Produkten, das ist nämlich Kitaze. Und Kitaze ist der Charakter, den ich in der neuen My Little Pony Tales of Equestria Runde spiele, die wir gerade so nebenbei ein bisschen in der fast alten Konstellation spielen. Und darüber wollte ich diese Woche eigentlich auch geredet haben. Das kam dann aber noch nicht dazu, weil ich mich so ein bisschen selbst gehypt habe für die ganzen Astartes. Deshalb habe ich das mal weggelassen. Und wenn ihr Bock habt, dass ich mal darüber rede, worum geht es eigentlich bei unserem aktuellen RPG Tales of Equestria Echoes of Days Gone, dann schreibt das bitte in die Kommentarsektion. Dann würde ich nämlich darüber reden und auch, wie dieser Charakter gestrickt ist und welche Charaktere noch dabei sind. Und ja, wie sich das Ganze anfühlt, jetzt nochmal als Hard Reset nochmal mit der fast gleichen Gruppe nochmal komplett neues Abenteuer zu starten, nachdem man sich im letzten Abenteuer ein bisschen verfranst hat, aber auch irgendwie von den Charakteren her, also den Spielern selbst, gefunden hat und jetzt weiß, wie jeder so tickt, mit wem man wie agieren kann, wie sich das vielleicht auch auswirkt. Wenn ihr Interesse daran habt, hängt ja auch ein bisschen mit diesem ganzen Tabletop-Miniature-Wargaming zusammen, weil vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der zu diesen Charakteren auch kleine 3D-Modelle designen kann, die ich dann ausdrucke. Mal schauen. Würde mich freuen, wenn ihr euch dazu äußert, ob ihr da Bock drauf habt. Und dann werde ich da nächste Woche drüber reden. Des Weiteren mal gucken, was noch so für Themen anfallen. Da sehen wir uns nämlich beim nächsten Maltisch am Mittwoch. Erst nächste Woche Mittwoch. Leider kein Tabletop-Frühstücksfernsehen am Wochenende. Ich muss arbeiten. Aber sei es drum, bis wir uns das nächste Mal sehen, habt ihr die Möglichkeit, da und da auf Videos aus vergangenen Zeiten zu klicken und euch die nochmal anzugucken. Grüßt da gerne den Vergangenheits-Dizzy von mir. Lasst auch eure Däumchen da, so wie immer euch gezeigt wird, der oder der richtige Like-Button. Und ja, mir bleibt nichts viel mehr zu sagen, außer dass ich jetzt die Flash Terror fertig gemacht haben werde. Ist das die richtige Zeitform? Ich weiß es nicht. Ich bin mir unsicher und ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Bis wir uns das nächste Mal sehen. Ich bin raus für heute. Euer Dizzy Finger. Keep on Wargaming!